Moin Moin, ihr Film-Junkies, und herzlich willkommen zur Review von What Happened to Monday. Der erscheint nämlich am 23.02.2018 im Heimkino und ich durfte ihn vorab schon schauen. A What Happened to Monday, ein Thriller, ja, der wirklich zum Nachdenken anregt, und das ist wohl nicht so fern, wenn man sagt, ganz ehrlich. Ich erzähle euch mal ganz kurz den Inhalt. Es geht darum, halt die Bevölkerung in den Sinn, also ein Kind Politik, und die dann halt, wie gesagt, zu viel sind, werden in Kyroschlaf gepackt. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn man so ein bisschen China guckt, in Japan, die Dichte der Menschen, es gibt ja wohl angeblich, wie ich das mal gehört hatte, Vorteile, wenn es nur ein Kind in der Familie gibt. Was natürlich schon sehr, sehr schlimm ist, weil viele Eltern auch so, ne, wünschen sich halt zwei Kinder. Und der Fall ist halt hier so ein bisschen anders. Die Bevölkerung ist halt noch schlimmer, sagen wir mal in Tokio, in der Rush-Hour. Das ist einfach schon sehr interessant zu gucken, was da passiert. Und die umspielen das halt. Das sind 7 Schwestern und das wird natürlich gespielt von Noomi Rapace. Und Noomi Rapace macht das schon eigentlich sehr gut, finde ich. Wenn man dann überlegt, ein Schnitt auch sehr viel ausmacht, fand ich das sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Kommen wir aber so erstmal zu der Handlung. Und ich fand die Handlung eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich war überrascht, ich bin ohne Erwartung rangegangen an den Film und habe gedacht, ja, das ist ein Film, den man sich mal anguckt im Heimkino. Im Kino hätte mir wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Im Heimkino habe ich gesagt, okay, gebe ich eine Chance. Auch natürlich so, klar, ganz kurz eine kleine Nebenrolle, hatte hier auch Willem Dafoe, Glenn Close war mal wieder auch sehr gut. Also das sind natürlich super Schauspieler und ich finde auch, dass sie ihre schauspielerische Leistung gegeben haben. Und natürlich Noomi Rapace, die hat wirklich was Gutes gebracht. Und wenn man überlegt, der Regisseur, der ist ja auch von Hänsel und Gretel, Hexenjäger, und der hat vorher Dead Snow gemacht, aber da hat er schon echt einen guten Thriller gesetzt und das ist wirklich sehr gut umgesetzt worden von Tommy Wirkola. Und der hat, wie gesagt, vorher nur so, ja, halt Horror was gemacht. Hänsel Gretel war eher auch so ein Mittelmaß-Ding. Und dann hat er sowas hier gemacht, wo ich sage, echt nicht schlecht. Ne? Und auch in Kamera und Schnitt war es sehr schnell, war ein bisschen Blockbuster. Ne? Aber es ist halt auch, was auch wirklich zum Nachdenken anregt. Die Autoren haben echt gute Leistung gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde, auch vom Pacing, irgendwann wurde er ein bisschen langatmig, das ist ja halt letzter Zeit so ein bisschen. Von der Action war es echt sehr gut umgesetzt, die Choreografien und die ganzen Personen, als sie als Schwester waren echt unterschiedlich. Die eine konnte das, die eine konnte dies, die eine konnte hacken und das war, konnte auch ein bisschen, war muskulöser, aber sie mussten halt immer gleich aussehen und das ist von Noomi Rapace echt eine gute Leistung. Und das muss man mal ganz ehrlich reinziehen, die hat sich echt gut gemacht, ne? So von Vergebung, Vergeltung, von den Stieg Larsens Filmen ist das einfach, da war sie auch schon sehr gut. Und dann halt so da, und letztens hat sie ja Bright gemacht und Will Smith, die ist schon echt aufgestiegen. Also ich finde sie als Schauspielerin echt gut. Es gab jetzt nicht mega viele Twists und so weiter, klar, also man hat gedacht, okay, es gab einen Handlungsplot, einen Twist so ein bisschen, der war auch interessant, wo ich dachte, ja, das könnte man so fast denken. Aber ansonsten so dieses Zusammenspiel nachher, das Ende war schon gut. Also ich war echt positiv überrascht und muss ganz ehrlich sagen, guckt euch den an. Ich finde, den muss man sich mal angucken, also anschauen. Ja, und ansonsten hat das hier noch einen digital Ultraviolett-Code drin. Könnt ihr ihn nochmal hier sehen. Der ist hier drin. Hier sind nochmal so ein paar Bilder. Und es ist halt ein Thriller. Ein Thriller, der wirklich halt vieles ausmacht, wo man denkt, okay, es wäre nicht so weit fern. Das finde ich immer sehr gut, wenn man sowas umsetzt. Und das, finde ich, hat ja getroffen. So, und kommen wir nochmal zu den Extras. Die Extras sind halt, ja, Making-of und Trailer und so weiter sind da drauf. Das Bild hat natürlich ein sehr gutes Bild, ist eine Blu-ray, der Ton ist auch klar. Also Fazit ist für mich, ist ein Überraschungshit im Heimkinobereich 2018. Und den Film sollte man sich mal auf die Liste setzen. Den sollte man nicht vergessen. Und ich finde auch, der lohnt sich. Wer den gerne kaufen möchte, ich sag euch mal Empfehlung, kauft euch den. Ich werde den auch auf jeden Fall behalten. Und ja, ansonsten kann ich da viel nicht mehr sagen. Wer den gesehen hat, ab in die Kommentare, sagt mal eure Meinung. Fandet ihr den gut oder nicht? Diejenigen, die noch nicht gesehen haben, könnt ihr mal gerne schreiben, ob das was für sie wäre. Ja, Leute, habe ich noch nichts mehr zu sagen. Würde sagen, na klar, vergesst nicht das Abo, vergesst nicht ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.